So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, denn so ist gerade Plan. Normalerweise gibt es am Mittwoch immer Raid am Mittwoch, die Highlights der Woche und den Schocker der Woche zusammengefasst. Aber letzte Woche Mittwoch waren wir noch im Urlaub, dann gab es zwei Community Raids am Mittwoch und am Donnerstag, weil Iveltal und Xeneas reinkamen und da musste ich eigentlich das dann für Freitag machen, aber ich dachte, warum machen wir den Raid am Mittwoch am Freitag, das ist ja total bescheuert. Wir warten einfach und hauen es die Woche danach am Mittwoch raus. Dann habt ihr nicht nur eine Folge, dann habt ihr eine Doppelfolge sozusagen aus die Highlights aus zwei Wochen als kleines Special wegen dem Urlaub. Diesen Mittwoch war aber wieder Raid-Boss-Wechsel und es kamen wieder zwei Raid-Bosse rein. Proto-Kyogre, Proto-Groudon und deswegen haben wir genau dasselbe Problem wieder gehabt. Mittwoch ein Community-Raid, Donnerstag ein Community-Raid. Was bleibt übrig, statt drei Wochen zu machen und nächsten Mittwoch rauszuhauen, machen wir Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Was eigentlich am Mittwoch kommen soll, ich am Donnerstag jetzt heute aufnehme und ihr das am Freitag dann seht, dass der Titel wieder passt. Ansonsten waren hoffentlich zwei krasse Raid-Stunden dabei. Wir haben zweimal Raids für Zuschauer gemacht, einmal mit Kyogre, einmal mit Groudon hin und her. Und am Wochenende, also morgen bei euch, weil dann Samstag ist, dass wir in die Zukunft reinreden, ist ja dann das globale Go-Fest. Ich wünsche euch viel Spaß. Haben noch ein Gewinnspiel dazu gemacht, wo nochmal Guthaben verlost wurde, damit die Leute da richtig abgehen können. Jetzt aber nicht lang reden, jetzt rein ins Video. Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, Doppelfolge, Special nach dem Urlaub. Angefangen hat die Woche hier bei Taiwa Tiso, wir sind Glücksfreunde geworden, das sehe ich doch gerne, genauso wie Kidson Gohan, auch glücklich geworden. Man konnte momentan in der Saison ja noch zwei Spezialtrades pro Tag machen. Das wird in der nächsten Saison, am 1. September, dann anders sein, denke ich mal. Was werden wir dann bekommen? Vielleicht wieder zwei Raid-Pässe pro Tag. Das haben wir jetzt im Event auch gehabt. Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt schon immer Probleme, meinen einen wegzukriegen. Zwei Raids pro Tag, aber gut. Muss man halt dann auch mal Dreier-Raids machen oder so, dass man auch die Champion-Medaille platinieren kann. Sagen wir es mal so. GW Kyler bzw. Madu sagt hier, danke Ramses, denn der hat ja beim Gewinnspiel mitgemacht, wo es um die zwei Shiny Pikachus von Jeju Island ging, hat gewonnen, hat durch die zwei Spezialtrades gleich zwei an einem Tag bekommen, das mit dem Hemd, das mit den Ballons, hat mir ein Bild geschickt, war der Einzige, der mir ein Bild geschickt hat, aber ihr seht, die Gewinne kommen auf jeden Fall an. T-Tomek, habe ich ein Bild in der Gruppe gesehen, fand das auch cool, der hat ja das neue Go Plus Plus Minus mal geteilt und einen Spaten. Und wie die da im Kreis stehen, habe ich gedacht, das nehme ich einfach mal so mit rein. Lenzart jetzt, Hagen, gefangen in der befristeten Forschung, 100er Noctu, dann, jetzt hat Baumlieber wieder genauso viele Raid 100% wie der Main. Er hat hier also zwei Arctos schon erlöst. Hättet ihr das auch gemacht, hättet ihr das nicht gemacht? Ich glaube, ich hätte, wenn ich kein 100er hätte, hätte ich eins erlöst, aber ich hätte das zweite vielleicht nicht erlöst, weil es ja trotzdem ein richtig gutes Krypto war mit 14, 14, 14. Wenn man nicht genau hinguckt, sieht es aus wie 15, 15, 15. Hätte ich vielleicht so gelassen, weil was will ich mit zwei 100%igen? Und dann ist es noch nicht mal hochgezogen auf 50. Was war da denn los? Aber es ist ja auch nur der kleine Account, also ist ja klar, dass da vielleicht nicht dann so viele Bonbons da sind. Genaya hat ein 100% Schlafmützen Relaxo Lucky getradet. Also ich weiß nicht, ob es garantiert war, ob es Zufall war. Es ist auf jeden Fall ein 100%iges geworden. Das ist cool, das ist ein Schmangerl, das ist ein Highlight. Ich habe mein Go Plus Plus Minus mal geteilt, immer noch original verpackt in der Gegend rumliegen. Ich habe das noch nicht verbunden, noch nicht ausprobiert. Ich bringe es einfach nicht fertig, das mal zu machen, um dann diese 30 Tage lang diese Forschung anzugehen, um zu schauen, ob ich vielleicht auch einen 100er kriege, aber direkt aus der Forschung oder ein Shiny aus der Forschung, was noch genialer wäre. Dann Selal hier, 100er, Bititza, 100% Merrill auch, glücklich, aus einem Trade heraus, genauso wie das Felino. Staravia in 100% mitgenommen, Wolli in 100%, dann die Shinies hier, Knilz, Froxy, 100% Shiny. Beim Community Day, ihr wisst ja, die Shiny-Rate ist erhöht. Wenn man Glück hat und kann vielleicht mit einer Map sogar ein bisschen suchen und sieht 100er, dann ist das
gut möglich, da mehrere hunderter Shinies abzugreifen. Das werdet ihr aber nachher nochmal sehen. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hoffe, du hast es entwickelt und zu dem Schwarzen gemacht. Lenz hat 49 Shiny Froxy am Z-Day bekommen. Da staune ich immer wieder, weil viele Leute spielen den Z-Day 3 Stunden und haben am Ende vielleicht dann 10 Shinies oder so. Und Lenz Hart hat gefühlt immer ca. 50 Stück in den 3 Stunden. Das ist schon nice. Dann zeigt er uns 200% Froxy am Z-Day mit 425 und 223, beide 100%, beide 13.8. Glückwunsch auch dazu. Was ist denn da wieder kaputt? Hat das ganze Spiel wieder manipuliert? Ihr seht das hier, kannst du nichts lesen, also alles lettert, wunderbar. Shinaya Glücksfreund geworden mit dem Main. Torokoseki, also Karo, auch Glücksfreund geworden. Wenn ich diesen Bildschirm mitkriege und sehe, screen ich den immer ab und versuche den hier mit reinzupacken, dann... Das ist ein Bild von der Nudel, also von dem Samyang Bulldog Account. Ich suche auf dem Main ja das 100%, deswegen tausche ich mir immer die Sangapus alle rüber, überall, wenn ich da auf dem Kleinen mal wieder eins hatte oder so. Der Nudel Account hat einfach ein 100er aus der Quest bekommen damals und mittlerweile hat er schon sein zweites 100%iges Sangapu aus der Quest. Ich habe auf meinem Main noch nicht mal Kolossan für den Pokédex entwickelt, weil ich damit noch warten wollte. Und der Kleine hat einfach schon 200%ige von den Teilen. Borki auch glücklich geworden, genauso wie Erzengel Michael. Mit dem habe ich auch direkt getauscht. Ich habe natürlich wieder nur Schrott bekommen, suche weiterhin Anego. Ihm habe ich ein Mewtwo gegeben und es ist ein 100% Glücks Mewtwo geworden. Glückwunsch dafür. Mein erstes 100er Mewtwo, dann noch von Ramses. Für mich beste, schreibt ihr hier. Hat mich gefreut. Das Ding war auch schon alt, vom 22.06.22. Gut, so alt war es dann doch nicht. Was nicht alt ist, sondern ganz frisch, ist immer noch dieses fette Relaxo mit Schlafmütze. Was sitzt? Alle anderen stehen doch immer und das sitzt. Es gab mal ein Event, da lagen die Relaxos. Aber wenn du die gefangen hast, standen die wieder im Beutel. Schade. Hätte doch gut gepasst, wenn die einfach liegen geblieben wären. Der bleibt auf jeden Fall sitzen, auch im Beutel. Als Shiny. Ich glaube, Dandro ist einer der ersten, die ich sehe, die einen Shiny Relaxo haben. Aus diesem Zeug. Quest, Spezial, Schlaf, Bums. Netghost, Shiny Samyang Pikachu, auch wenn es nicht so aussieht, da gab es nämlich irgendwie einen Bug, dass die weiblichen Pikachus nicht die Shiny-Farbe hatten, aber ihr habt die Shiny-Symbole gesehen. Da gehe ich wieder Gassi und bam, schlüpft ein 100er Knospi. Baby, auf jeden Fall sehr genial. Farbe gefixt, jetzt sieht es auch wieder wie ein Shiny aus, wurde dann wohl behoben. Sah dann wieder normal aus. 100er Samyang Pikachu, noch gegönnt mit Hemd. Ich habe Ohren-Shiny, ein 100er habe ich leider nicht. Noch krasser wäre ja nur ein 100er Shiny, aber das wird wohl keiner haben. So. Kaiser Kai, Krypto Arctos im Duo gemacht, hat sich gelohnt, hat ein Shiny Krypto Arctos hier rausbekommen. Kaiser Kai noch nach dem Z-Day bekommen, die Ausbeute vom Z-Day lasse ich weg. Gute Entscheidung, sonst hätte ich es jetzt weggelassen, weil das wäre sonst alles zu viel. Ein Shiny Zuru-Keks, was ein bisschen kräftiger ist, von der Farbe her. Weiß nicht, ob das was Besonderes ist, aber habe ein 100er Carpador gebrütet. Und wie siehst du das? Kann man sagen, Familie hier komplett oder nicht? Wegen dem Geschlechtsunterschied. Geschlecht ist für mich der Geschlechterdex. Da machst du männlich, weiblich irgendwo mal hin mit irgendwas. Egal, ob mit Shinies oder 100ern oder normal. Aber Familie voll in Hundos ist, wenn du einfach ein 100er Carpador hast oder ein 100er Garados. Unabhängig vom Geschlecht, würde ich sagen, so würde ich es machen. Also, meiner Meinung nach, Familie komplett. Und noch ein Shiny Krypto Griffel, leider schon wieder auf dem falschen Account. Etwa bei der Schwester. Ach nee, warte mal, das ist ja Kaiser Kai, ist ja Kuda, Kada. Was ist ja, wie heißt eigentlich der Account von der Schwester? Und schickt man da, sieht das nicht so aus, wenn du was schickst, was von der Schwester ist. Aber gleichzeitig ist, was ist denn bei Kata? Ich blick, Kaiser Kai, immer noch ein Mysterium. Noch ein Krypto Arctos im Duo gemacht. Dieses Mal waren Gesteinsangreifer Wetter geboostet und meine Schwester hat ja auch ein Shiny bekommen. Okay. So, dann ein Reikwarzer mit dem New York Fang-Hintergrund. Das wollte ich nochmal zeigen als Shiny, das sieht gut aus, das habe ich von Pupsi bekommen, weil die hatte Glück, die hat gefühlt bei 5 Raids 5 Fang-Hintergründe gehabt. Ich habe bei 9 Raids nur einen Fang-Hintergrund gehabt. Annelie, Glücksfreund geworden, Annelie Dabedai. Am Main die beiden geplust in Berlin. Lenz Hart war in Berlin, wollte sein neues T-Shirt vorstellen. Hier Schwalbini Seemobs mitgenommen. Auf Baumlieber gab es auch ein Shiny und zwar ein Biditzer.
Lenzer hat 100% Glücks Pikachu auf Baumlieber durch Tausch bekommen von dem Hauptaccount, aber auf dem kleinen Hall den 100% als Glücks, ja, genauso wie hier. Ein zweites auf Baumlieber durch den Tausch. Tauschen lohnt sich, sagt er immer wieder. Ich tausche aber nicht jeden Tag 100 Sachen hin und her. Ich tausche halt, weil gerade bei bestimmten Events, wenn auch die Glücksrate erhöht ist, dann am liebsten mal 100 Stück von den Sankabu oder so, in der Hoffnung, da dann ein 100er zu kriegen, weil das vermehrt er dann glücklich wird. Der Main hat nun auch Crypto Arctos in Shiny, nochmal hier beim Lenzart, genau wie am Main gab es nun auch ein 100% durch den Tausch, diesmal also andersrum, nicht Baumlieber, sondern der Main und dann auch noch Nebulak. Beim Tauschen ein 100% noch gefunden, ein Nocturne. Tauschen lohnt sich immer noch, Bidiza wieder als Lucky. Blood and Tears, der Rest vom Schützenfest. 100er Flunkiefer, 100% Glücks-Pikachu, 100% Flabebe, 100% Vivian, 100% Ibeltal aus Saalfeld, Thüringen und ein Shiny Shadrago. Das Ibeltal in 100% ist aus dem Community Raid, wo wir in Saalfeld waren, Urlaub gemacht haben, eingeladen haben, sie ins Video gepackt haben und sie aus der Einladung ein 100er bekommen hat. Luigi Sarada findet man ein 100% wild, versucht ihn mit dem kleinen Nero Sarada zu fangen und dann sein erstes Shundo. Das ist natürlich cool, wenn ihr rumlauft und merkt, oh, das, was da saß, ist gerade ein 100er gewesen. Ich melde mich schnell um und fange das auf dem Kleinen auch noch. Und dann, wenn ihr es antippt, ihr wisst schon, es ist ein 100er, glitzert das auf einmal, schillert und ihr wisst, es ist ein Shundo, oh mein Gott. Luigi auch noch seine 4-Sterne-Ausbeute, selbst ein Nagelotz aus dem Urlaub mitgenommen. Ansonsten hier Macholo, sehr stark. Ein paar Froxy, Nagelotz, Kabuto, Quaxo, Quappo. Shiny-Ausbeute aus den letzten 20 Tagen haben wir hier noch Liljep, Cognodonna, Marino, Schwalbini, Bagwapsel, Quaxo, Quappo, Froxy, Quajutsu, Samurzel und der Rest ist der Rest. C-Day, Shando bei Sherry. Es gibt Neros, es gibt Luigi, es gibt Sherry. 100% Shiny, Quappo, mitgenommen. Warum nicht noch einmal? Warum nicht schon? Hä? Warum nicht schon einmal als Shando? Jetzt habe ich es als Hando noch. Okay. Also, der hat die Hirschkuh damals ja gekriegt als 100% Shiny. Jetzt die Hirschkuh nochmal in 100% normal. Für die Sammlung nimmt man natürlich auch mit. Koselinchen hier 100% Algit aus Lüdinghausen. Das Erdnuss der Tobias Reuter für Raider Mittwoch ist jetzt auf Level 50 gestiegen. Glückwunsch. Kann aber leider momentan der Raid Mania nicht beiwohnen. Sein Mew ist auch relativ gut. Ist ein 96er mit 14, 15, 14 an Wert. McMaggie hier, Shiny Liljep, Shiny Zubiris, Shiny Quajutsu, auch 96er mit 14, 15, 14, Wadribje, 100% Pikachu in Shiny, steht auch drunter, Shiny Pikachu, das hätte ich sonst nicht gewusst. McMaggie noch das Shiny Xeneas, Shiny Gladiantri, erlöstes 100% Enton, Krypto Shiny Griffel, Shiny Kogowai, Alola, Timo, Irokex, habe ich noch nicht entwickelt, muss ich mal noch machen in einem Event, in einem Video irgendwo. Das sieht auf jeden Fall besonders aus, sage ich mal, durch die grüne Hose auf einmal. Das ist ein anderes, das sieht man, weil das ist weiblich und das ist männlich und das weibliche ist hässlich und das männliche, das sieht noch ganz gut aus, aber das kann auch ein hässliches Weibchen werden. Nicht. Dann haben wir hier noch, die Buddies vermischen sich, da ist Solgaleo, da ist Cresselia, ich weiß nicht, was die machen, dass sie da so aufeinander rumhängen. Und er hat sein zweites 100%iges Tornator bekommen, Glückwunsch dazu. Dieses Pokémon finde ich auch eigentlich richtig cool, gefällt mir. Hätte ich auch gerne als 100er, aber ich habe damals nur einen einzigen Raid gemacht und sonst nichts. Für den Pokédex-Eintrag, weil ich muss ja sparen, deswegen Kaiser Kai, ein weiteres Shiny Baby Pokémon hier, Pi, noch mitgenommen. Meine Schwester hat einfach zu viel Glück. Nochmal Shiny Krypto Aerodactyl. Kurz auf den PC wieder drücken, dass da nochmal ein bisschen Licht reinkommt. So. Hirschkuh, das erste habe ich jetzt. Fehlt nur noch Ibeltal. Hier auch Shiny Xerneas mitgenommen. Auch Hirschkuh genannt, also die Hirschkuhn setzen sich durch. Na, Niantic muss bald die Namen ändern. Pogehander.
Shiny Gewaier, Shiny Griffel, Shiny Pionskora, Shiny Tuska, Vadripje, Pavi, Onyx, Shiny Pandimos, Macholo, Zubiris. Das Zubiris habe ich nochmal einzeln gezeigt, weil das sieht halt einfach wie ein, sieht aus wie ein kleines Stück Papier in der zerknüllten Version. Und das Griffel war natürlich Krypto-Shiny. Dann nochmal hier Shiny Rotomurf, Shiny Yorkliff, Shiny Schlappohr, Paco, Pavi, Shiny Griselia, Shiny Roselia, Shiny Schwalbini, Shiny vom Go Plus Seemops, Shiny Makuhita Goldini, Shiny Spoink, erlöstes 100er, immer noch Paco, Zuro Keks, Go Plus, you have to love it, ich hab's nicht ausgepackt. Quajutsu Shiny 890er mit 15, 14, 15 Griffel, dann hier wieder, wie ihr es kennt, Go Plus, nimmt noch Schlubuck Zickzacks mit. Bako nochmal 100% Fleckborn und dann hier zwei Xerneas, ein Iveltal als Shiny Xerneas, sogar einmal auch als Pokédex-Eintrag in Shiny, ein gebrütetes 100% Paco, Potrot. Dann an einem Tag nochmal Blutzug, Onyx, Glumanda mitgenommen, Sören aus dem Ei geschlüpft, 100% Kikugi. Zählt das eigentlich auch jetzt als offizielles Baby-Pokémon? Ich weiß es nicht. Dann hier Shiny Pikachu, auch noch mitgenommen mit dem Hemd. War auf dem Geburtstag, 100%. Zuckerkeks, Lauterbach, Hessen, Tane, 100% vom Wochendurchbruch. So kann man dann die Woche starten. Kann man ja beim globalen Go-Face dann entwickeln, dass man für Metagross wieder Sternenhieb bekommt. Bidiza Shiny, der tägliche Rauch, sagt sich, da mache ich auch mal mit, ne? Dann bald bester Kumpel, hab wieder Max Out Money gemacht, immer noch Sören, erlöstes 100er Quappo, dann erlöstes 100er Turtok und dann Schwalbini. Schwalbini gemaxt auf 50, was hast du vor? So, Sören, Rampenlichtstunde, schön Urlaub, 100% Velursi, wusste ich gar nicht, dass Velursi Rampenlichtstunde war. War halt woanders in Gedanken, deswegen egal. Dann, wenn der zweite Account durchtauscht, besser absagen und den Siede nicht wirklich mitgespielt hat, 200% Glücks-Froxy 1 schon zum Quajutsu entwickelt, warum nicht? Der zweite Account wieder zugeschlagen, 100% Tornador hier. Genaya mit ihrer Shiny-Ausbeute. Zubiris, Schlurp, Schlurp, Zubiris, Onyx, Mediti, Cresselia, ein Quattro Cheese. Das ist kein Shiny, aber das ist ein 100% Pikachu mit dem Samyang-Hemd. Dann Zickzacks in 100% noch mitgenommen. Quajutsu in der Wäsche eingelaufen. Ist kleiner als normal, aber trotzdem 100%. Felino, Rotomurf, auch Shiny, genau wie das Pikachu. Und das Volley in 100%. Erlöst ist 100er Kleinstein. Pummelluft, Pionskora auch 100%. Raikwarza 100%. Das ist richtig genial. Smogbock, Blutzug, auch Shiny. Aerodactyl, Krypto-Shiny bei Bierschanger. Grüße gehen raus. Patrick Kader mit dem 100% Fleckmon aus Beidou District, Taipei City, Taiwan. Ich hoffe, das kam aus dem Ei. Robert, ein 100er. Ups, erste Dreier Questladung und beim zweiten gleich der 100er. Hat ja auch ein 100% Samyang Pikachu mitgenommen, aber das nicht Schocker der Woche, da musst du schon mehr bieten. Gut, er bietet noch ein bisschen mehr, was für Mittwoch wieder. Aber wir haben ja jetzt schon einen 100% Shiny Froxy gehabt. Das sind jetzt 200% Shiny Froxy beim Z-Day. Aber ich möchte nochmal betonen, am Z-Day ist ja die Shiny-Rate sowieso krass erhöht. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Karlsruhe natürlich hier Map und so und alles, da wie München und das, die battlen sich immer so ein bisschen und ich glaube, wenn man da gezielt, ich denke schon, dass da ein bisschen mit Map gearbeitet wird, gezielt da die 100er ein bisschen mitnehmen, dass da die Möglichkeit auf zwei Shinies in 100% zum Z-Day trotzdem, dass nicht nur komplett Zufall war, sondern ein bisschen mitgeholfen wurde sozusagen, deswegen habe ich das nicht als Jogger der Woche genommen. Ich habe was ganz anderes. Dann hat er noch Shiny mitgenommen, auch dass die Sammlung komplett ist. Danielov zeigt uns auch hier Zurokex und Irokex in der Shiny-Variante. Ein Bild von ihm noch, was ich auch ganz cool fand. Wo hast du das gefunden? Ich habe überall danach gesucht. Habe ich selbst gemacht. Glück! Du musst nicht danach suchen, du machst dein Glück dir selber. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten. Genau, denkt mal drüber nach. Alexander Aringer, jetzt wird's wieder lustig. Shiny Sonnenkern Nummer 2, endlich.
Endlich Shiny Felino in Pokémon Go. Endlich Shiny Kaumalad in Pokémon Go. Dieses Bild müsst ihr ein bisschen länger auf euch wirken lassen. Endlich Shiny Kaumalad in Pokémon Go. Endlich ein 100er Volley in Pokémon Go. Meine Community Day Ausbeute von Froxy in Pokémon Go. Endlich fehlt noch, habe ich einfach mal mit reingenommen. Daniel Schilling gefunden für Raider Mittwoch. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir zum Andy Project. Habe mal wieder was Nettes bekommen. Auch hier ein 100% Relaxo, aber nicht durch einen Tausch, sondern direkt so als 100er. Was ist denn cooler? Das so zu bekommen als 100er oder im Tausch als 100er zu bekommen mit Glückshintergrund? Ich meine, Relaxo ist ein richtig großes, globiges, fettes Monster. Das stört der Lucky-Hintergrund gar nicht so sehr und macht das besonders nochmal edel. Vergesst alles, was ich immer sage. Das geht ja immer um Shinies, aber bei einem Relaxo, das ist ja kein Shiny, ist ja ein normales als 100er mit dem. Das würde ich schon mitnehmen. Das finde ich schon gut, muss ich sagen. Ansonsten, selbst wenn es shiny wäre, das ist ja so ein Dunkelblau, wirkt das auch nochmal cool. T-Tomek, danke nochmal. Das hat er von mir. Also die Schuhe, nichts. Weil ich habe ja Löcher in den Schuhen. Ich aber trage nur Gummilatschen. Reike, aus dem Urlaub hier noch 100% Flunkiefer mitgenommen. Selal, nochmal eine Fuhre. Der hat schon wieder 94 Bilder geschickt. Aber ihr seht, ich habe nur ganz wenig mit reingenommen. Froxy, 100%. Dann Flauschling, Shiny, Pummeluff, Shiny, Pummeluff, 100, Algit, 100, Xeneas, rennt über den Einladebutton. Ist das? Gut, hier, Onyx. Ah, das ist noch besser als Xeneas, weil da könnt ihr dran ziehen. Slimer, 100, Thomas Speck, Shiny Mamfax so gebrütet. Der Rest ist jetzt gar nicht so krass. Obwohl ich sehe gerade Maskeregen und denke mir, hä? Habe ich Maskeregen überhaupt schon entwickelt? Das sieht so aus, als sehe ich das gerade zum allerersten Mal. Das muss ich mir mal merken. So. Dann bei ihm gibt es jetzt auch die Samyang-Nudeln, vor allem auch die Three Spicy, ist bestimmt wieder ein Go-Asia-Laden. Dann zu Biris, 100%. Glücks, hochgezogen auf 50, kann man mitnehmen, Mega-Entwicklung machen, Frubaila, 100, Milzer, 100, ist natürlich ein Schafax, 100, Glücks, Sesokids, 100, aus Ru, heißt das Russland? Nee, kann ja gar nicht sein, da kannst du ja nicht mehr spielen, das ist Rust, da kommt auch das Schlupp her, Schlubbuck her, immer die Namen, Lukas Nagel, das ist Pigafista, 100% Xeneas am kleinen Account. Zumbex aus der Forschung, Milzer Shiny mitgenommen. Zumbex war auch Shiny, Mamutel und Stalobor. Zwei sehr starke, nützliche Pokémon hier in 100%. Zweimal Seemobs in 100%. Kann man trotzdem als zwei Reise-Eisangreifer immer gut nutzen. Strawiggel, Schneckmark 100%. Tordonador, Stalos 100%. Lucky, Tordonador. Ich feiere es einfach immer noch, dieses Pokémon. Bestes Z-Day Shiny, auch 98er Quajutsu und hier Seemobs noch in Shiny, es ist ja auch ein Z-Day-Ding gewesen. Velusi ist auch ein Z-Day-Ding gewesen. Flunschlick ist ein Quest-Day-Ding gewesen. Trotzdem jetzt beide Shinies nochmal mitgenommen, genauso wie Felino doppelt. Tangela, Tansa, Shiny, dann Zickzacks, Bruder Landa, Shiny, Bruder Landa aus einem Mega-Raid. Schlubuck zweimal Shiny noch mitgenommen. Benjamin, der hat wieder Duos gemacht. Ein Duo, Mondgewalt Cresselia mit nur Mega Despoda im Duo geschafft. Eine Sekunde Restzeit. Danach Xeneas mit Tackle und Donner im Duo geschafft. Gut, müssen wir hier gucken. Tackle und Donner Duo geschafft von Xeneas. 42 Sekunden Restzeit. Dann mit Zen Kopfstoß Mondgewalt im Duo. Mondgewalt hat Wetterboost, sie musste zwischendrin sogar App schließen, neu starten wegen aufgehangen. Krypto Mega Cross ist einfach nur ein krasses Biest. 27 Sekunden übrig noch. Trotz App hängen, schließen, würgen. Dann Galasmogmog mit Level 20 Mewtwo im Solo geschafft. Psycho hatte keinen Wetterboost, der Boss hatte Feenbrise, Hyperstrahl, da auch nochmal genommen, selbst auf Level 20, 23, 70, das passt. Shiny Slimer noch mitgenommen, 3D-Fische zeigt uns hier Mangunior und ein Despoda, was er wohl auch aus Mega Raid gefischt hatte. Gab's da Mega Raids? Ist das Lavita gewesen, wild?
Der ist am 4.8. gefangen. Ja gut, das ist schon wieder 20 Tage her. Da gab es bestimmt noch Mega-Despota-Raids. Hat er wohl auch einen 100er hier rausgezogen. Dann hat er die Mangunior-Familie in Shiny jetzt auch voll. Maxi Hip zeigt uns das 100% Quartermag, was ich auch als richtig cooles Pokémon finde. Ne? Rainy Stendhal brütet ein 100% Mobile. Baby, bitte so lassen, bitte nicht entwickeln. Cumulus, Shiny Cresselia, Shiny Smogon, Shiny Pikachu, Shiny Krypto Arctos, 100% Glücks. Sekrom, nicht Shiny. Erlöstes 100% Abra bei Dr. Best. Glückwunsch dazu. Jan Lange zeigt uns schön die Familie von Froxy in Shiny nochmal. War wohl CD-Ausbeute. Laura hier mit dem Samyang Nudel Cup, mit Samyang Nudeltütchen. Mit, oh, das war's schon von Laura. Danke für den Samyang Beitrag. Ja, den Rest habe ich nicht mit reingenommen, du. Baloo, erster Raid, Shiny Xerneas mitgenommen. Dann auf Alidon, dem Account vom Papa hier, das 100% Eviltal. Er nicht, nur der Papa. Aber er dann auch am 22.8., also einen Tag später, auch bei Baloo dann das 100% Eviltal. Richtig nice, cooles Pokémon. Victoria Unger hier auch Shiny Xerneas mitgenommen. Und dann bin ich gestern Abend mit Koronika live im Stream noch Glücksfreund geworden. Wir haben auch schon getauscht. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Blood and Tears, Sarina. Also habe ich vorhin gesagt, es gab so viele 100er Pikachus, es gab so viele Shiny Pikachus. 100er Shiny hat wohl keiner. Was hat sie? Sie hat das 100%ige Shiny Pikachu. Die andere Version auf dem T-Shirt wäre mir zwar lieber gewesen, aber nichtdestotrotz liebe ich das kleine Samyang-Kerlchen. Ich finde das cool. Ich fand das Design schön, ich fand das T-Shirt schön. Das war trotzdem wieder was Besonderes. Das konntest du ja nicht wild bekommen, sodass du hier snipest oder irgendwas machst oder das beeinflusst. Du musstest Glück haben, dass aus der Quest das ein 100%iges wird. Du musstest Glück haben aus der Quest, dass das Shiny wird. Und dann musst du doppelt Glück haben, dass das ein 100% Shiny wird. Und da war für mich das meiste Glück mit drin, wo man mit einem 100er C-Day Pokémon in Shiny vielleicht weniger Glück braucht, weil man da gezielt mit Maps das noch jagen kann, dass du aber nicht wirklich gezielt mit Maps direkt jagen kannst. Und vor allem kommt es aus Mining, das ist noch genialer und deswegen ist das für mich der Schocker der Woche. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Schöne Grüße an Sarina und ja, ciao.